Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Spezialfrachtkapfen, ja. Waffen und Munition abholen. Das ist das, was wir heute machen. Sei erstmal an dieser Stelle. Guten Tag. Hallo. Oder guten Morgen. Abend. Oder was auch immer für eine Tageszeit jetzt gerade ist. Bei euch, wenn ihr dieses Video schaut. Ja, es ist ein sehr kalter Tag und ich bin eben gerade bei mir durch den Flur gelaufen und es ist echt scheiße kalt, ey. Obwohl überall die Heizungen an sind, es ist kalt und es fängt schon wieder an, es ist schon wieder total laggy. Warum? Ich weiß nicht, du bist jetzt wieder irgendwie stehen geblieben. Hast du das mal in den Folgen verfolgt? Und mal gesehen, ja, hab ich. Dass diese Sprünge da sind? So ein Sprung war das. Also sozusagen so ein Sprung. Ah, ich muss also mal ins Brot beißen. Ihr werdet mir jetzt beim Kauen zugucken. Lecker. Ich habe mir so ein, was sind das, Vollkornbrot mit Bavaria Blue. Ich mag diesen Käse einfach. Ja, die meisten werden sagen, Schimmelkäse, ekelhaft. Aber der Geschmack ist einfach nur genial. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen keinen Käse. Aber es ist echt lecker. Ich mag schon Käse, aber kein Schimmelkäse. Nee, warum? Nee. Ah, Mann, fürs Grobe, Rang erhöht. Ja, geilo. Du bist die ganze Zeit nicht angeschnallt gewesen, ne? Lea. Oh. Lea. Oh, Trackify, nicht schon wieder. Ich verstehe diese App nicht, ich mache sie trotzdem mal auf. Warte mal. Lass mich mal aussteigen. Verfolgst du das andere? Ja. Holy shit. Hä? Zu welchem bist du eigentlich gefahren? Ich raff das immer noch nicht, Alter, wo ich hinfahren muss. Ich hab den richtigen. Wow, ich bin einfach nur dumm rumgefahren. Du musst einfach nur dem roten Punkt näher kommen. Wirst du überhaupt verfolgt? Nö. Irgendwas ist doch komisch. Wir wurden bei keinem Auto und bei keiner Fracht verfolgt. Ja.
What the fuck, Alter. Diese Scheißkarre, ey. Gut, dass wir dieses Auto nicht abliefern müssen, ne? Ja. Und gut, dass die Ware, die du da kriegst, auch keinen Schaden kriegt. Mhm. Sonst hätten wir... Was denn? Alter, das hat schon wieder so extrem geleckt, ey. Das sah so geil aus. Was denn? Es sah geil aus, das sah leck. Ach so. Alter, muss das eine Alarmanlage haben? Warum werde ich denn jetzt von der Polizei verfolgt? Weiß ich nicht. Mit 2 Sternen. Das weiß ich nicht. Auch nicht. Vielleicht was, weil du in dem Auto sitzt, was ich geklaut habe? Kann das sein? Möglicherweise. Bist du? Versuch bei der Polizei zu fliegen, klappt doch nie so gut. Ich habe das Auto versteckt. Da finden nämlich die Bullen nicht mehr. Nimm schon mal eine Mission an. Jo. You ready to work? Let's do it. Damit schaffen wir mal wieder ein Fahrzeug. Oberklasse Mamba. Oh, Alter. Alter, der sieht rattenscharf aus. Dieses Schwarz-Weiß. Dieses Schwarz-Weiß sieht echt geil aus. Guck's mir jetzt gleich mal an. Warte. Ui, 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 ui. Ach, und Grüße gehen raus an unseren neuesten Abonnenten. An Jan. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name war. Hm? Januis, LPX, irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie sein Name ist, aber ich weiß, wer es ist. In privat kenne ich ihn. Es ist ein Herr Alex. Praktikant bei meiner Firma.
Er feiert das Ganze, was wir so machen. Und guckt auch einige Videos. Ich weiß nicht, ich denke nicht alle. Ein, zwei Stück hat er wahrscheinlich schon geschaut. Und er hat uns einen Tipp gegeben. Mhm. Wir sollen ein paar React-Videos machen. React-Videos auf was? Irgendwas, das würden wohl die Leute feiern, meint er. Aber mal schauen. Wenn ihr was dazu sagen wollt, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob wir React-Videos machen sollen, zu was wir React-Videos machen sollen. Ihr könnt ja schön die Kommentare-Box vollmüllen. Lest mir die Kommentare durch. Bei den wenigen, die ich zurzeit kriege, die von nur einer Person kommen meistens, versuche ich immer drauf einzugehen. Immer. Ah, klar ist, falls die Kommentare-Box mal richtig zugemüllt wird und zugespammt wird wie sonst was, dass man nie auf alles reagieren kann. Aber ich versuche es hinzukriegen. Oh, Auto. Jetzt bist du aber schnell, mein Freund. Vollgas durch die Büsche. Ich bin ja für mein Fahrtalent bekannt. Also von daher. Wissen ja jetzt alle, was genau passiert. Aua, 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 aua. Ich mache meinem Namen alle Ehre. Alter, ich glaube, du hast mich mit einem Virus angesteckt. Mit einem Datavirus. Bist du denn schon in der Nähe von dem Fahrzeug? Mhm. Sind da Gegner? Ja. Okay. Gab eine Verwechslung. Dieses Auto hat seinen eigenen Bachtrupp. Den müssen sie loswerden, bevor sie den Wagen... Bla. Bevor sie den Wagen... Okay. Ja, warte. Ich bin auch gleich da. Warum soll es denn eine Verwechslung geben, hä? Wow, ich bin schon einmal tot. Echt jetzt? Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Ja, die ballern ja sofort auf dich. Ja. Egal, was du tust. Auch wenn du nur doof rumstehst. Das sind ja allwissende Bots, die wissen ja alles, also von daher... Boah, schon wieder tot. Immer hart. Wo ist das denn, ey? Schon wieder tot. Hast du in der Zwischenzeit überhaupt mal einen gekillt? Ja. Geile Kiste. Mhm. Die hört sich richtig geil an. Ich höre sie nicht mehr, weil du bist so schnell. Oh nein. Oh oh.
bin schon 1200. Hä? Wir haben die denn so schnell 1200 geschossen? Keine Ahnung. Ja komm, steig aus, du Idiot! Es tut mir leid, meine Freunde. Ich kann euch in dieser Folge nicht viel zeigen. Irgendwie ist jetzt gerade alles rigged. Das Fahrzeug eigentlich auch Oberklasse? Ja, es ist Oberklasse. Gut. Wir haben ja fast nur noch Oberklasse-Fahrzeuge. So soll's sein. Aber ist das normalerweise nicht so, dass wenn an einem Auto die Alarmanlage angeht, dass die normalerweise ständig weiter Alarm macht, bis sie ausgeschaltet wird? Eigentlich schon, glaube ich. Weiß nicht, meine Alarmanlage vom Auto geht so selten an, weißt du? Naja. Ja, was mache ich denn für Scheiß? Kann ich nicht mal normale Strecken fahren, ey? Abgeliefert, jawollo. Der Fahrer scheint ja echt seinen Spaß gehabt zu haben. Nice work. So. Schon wieder geschafft für heute, würde ich sagen. Ja, wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder gut durchgekommen, wir haben wieder einiges geschafft. Unsere Lagerhäuser sind wieder fast voll. Ich hoffe, demnächst können wir sie wieder leeren. In der Fahrzeuggarage, denke ich, werden wir noch ein bisschen was reinpacken, bevor wir sie leer machen. Und dann verkaufen wir ja eins nach dem anderen, müssen natürlich überlegt gucken, welches verkaufen wir, zu welchem Preis verkaufen wir es. Und ich denke, das wird auf jeden Fall mal Spaß machen. Und dann kommt endlich mal wieder Zaster in unsere Kasse. Und dann können wir uns wieder was leisten. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.